Jo Leute, Outdoor-Otter hier. Ich bin heute am Flowtrail Landstuhl. Wheelsports hat eingeladen zum Orbea Test Event und für diese Zwecke wurde die Strecke hier heute geöffnet. Die ist sonst noch nicht offen, aber ich habe heute die Ehre, dieses wunderschöne Orbea Rayon M-Team zu testen. Mein absolutes Traumbike, auf das ich sowieso schon lange hinfiebere, hier im Mallet-Setup. Und es ist für mich eine tolle Gelegenheit, das Bike mal zu testen, auch den Trail mal zu testen, auch nach meiner Verletzung mal wieder die ersten Sprünge zu wagen. Einfach ein toller Tag, super Wetter, ich bin hype und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Hier wird mein heutiges Testbike fein auf mich eingestellt. Ich bin schon richtig gehypt und aufgeregt, endlich mal ein Rayon auf dem Trail zu testen. So Leute, es geht in die erste Testrunde hier auf dem Flowtrail. Auch das erste Mal, dass ich ihn selbst fahre. Und das ist richtig geil, ich habe richtig Bock. Ich mache jetzt erstmal noch ein bisschen vorsichtig, denn ich bin ja selbst noch keine Trails gefahren, so richtig seit meiner Verletzung. Das ist jetzt heute das erste Mal mit einem Rad, was ich noch nicht so richtig kenne. Aber geil, macht Spaß auf jeden Fall. Auch das erste Mal das Flowtrail Landstuhl. Bumm! Und das war auch schon der erste Abschnitt. Ja, ziehen wir mal direkt durch, schön langsam. Ja, das lassen wir mal noch aus. Springen mit der Hand, das ist noch nicht so gut. Und hier geht es jetzt eine Uphill-Passage raus. Leute, hier auch mal den Uphill und der lässt sich echt super entspannt hier bezwingen. Wenn ich das mit dem Biobike sage, könnt ihr mir das definitiv glauben. Und ich muss sagen, das Orbea Rayon für ein Enduro-Bike klettert das eher wie ein Trailbike. Man merkt nicht, wie viel Federweg man hier unter sich hat. So Leute, und noch eine Runde hinter dem Schöpfer der Sharkfin, Sven Erik. Ich habe ihm gesagt, er soll langsam machen, aber der Sven Erik kennt keinen langsam. Boah, gecased. Ich schaue mir jetzt mal den Step-Up an. Ja, eigentlich sau, eigentlich easy, ne? So Leute, und weil es so schön ist, noch mal eine Runde. Thank you.
Jo. Ich bin sprachlos. Dieser Hobel hier, dieser edle Vollcarbon-Hobel, erfüllt alle meine Wartungen und übertrumpft diesen noch um ein Vielfaches. Es ist einfach der absolute Wahnsinn. Mit dem Mallet-Setup so krass verspielt, trotz des ordentlichen Federwegs, fühlt es sich eher an wie ein Trailbike. Es tritt sich berghoch wie ein Trailbike, es lässt sich so agil springen wie ein Trailbike, hat aber die Federung und die Reserve und das fluffige Fahrwerk eines Enduros. Wahnsinnsbike, Wahnsinnsbike. Ich muss das haben. Und auch zum Flowtrail Landstuhl muss ich sagen, ich bin super begeistert von der Strecke. Es ist genau, wie ich mir vorgestellt habe. Man hat jetzt halt noch keine großen Sprünge auf den Parts, die schon fertiggestellt sind. Und es macht super Spaß. Man kann sich rantasten, man kann auf den kleinen Sprüngen ein bisschen Style üben, man kann gut seine Kurven üben. Also der Trail ist an sich wirklich perfekt für Anfänger. Wie bereits am Anfang erwähnt, der Trail ist noch nicht offen. Ihr müsst noch ein bisschen Geduld haben, aber hier wird definitiv eine tolle Strecke auf euch warten. Ich würde jetzt sagen an dieser Stelle, das war's mit dem Video. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, wie immer, lasst mir gerne ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns wie immer in den nächsten Videos. Ciao.